Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten kleinen InDesign-Tutorial. Wie in der Übung bereits versprochen, machen wir so drei, vier kleine Tutorials für euch, wo wir die Sachen, die wir in der Übung gemacht haben, einfach nochmal in Ruhe zeigen, wo ihr das nochmal mitmachen könnt, und wo ihr einfach nochmal nachvollziehen könnt, was wir euch da relativ schnell gezeigt haben. In diesem ersten Video wird es jetzt darum gehen, dass ich euch kurz zeige, wie man eine neue Datei anlegt, worauf man dabei achten sollte und euch ganz kurz mit der Benutzeroberfläche von InDesign vertraut macht. Ich habe jetzt hier schon mal InDesign geöffnet für den Anfang. Das ist jetzt InDesign CC. Wenn ihr CS5, CS6 oder irgendwie noch was Älteres habt, wird das bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Das ist aber nicht schlimm. Die meisten Sachen, die wir in den nächsten Tutorials machen, könnt ihr mit den alten Versionen ganz genauso machen. Wenn ihr mal ein Werkzeug nicht direkt findet, dann kommt entweder rein und fragt uns oder googelt das einfach mal kurz. Manchmal sehen die Symbole bei den alten Versionen noch ein bisschen anders aus. Wenn man InDesign jetzt geöffnet hat, dann ist es bei dem neuen so, dass man hier erstmal eine Übersicht über die zuletzt geöffneten Dokumente hat. Das ist ja irgendwie heute modern, dass man bei den meisten Programmen, dass man auf der Startseite kurz die zuletzt geöffneten Dokumente sehen kann. Darüber hinaus hat man jetzt hier diese Schaltfläche neu und öffnen. Das gleiche kann man aber auch machen, wenn man hier auf Datei neu und auch dort kann ich ein neues Dokument erstellen. Zudem könnt ihr noch ein neues Buch oder eine neue Bibliothek erstellen. Für uns Architekten und für unseren Bereich sind die beiden unteren Einstellungen eher nicht vonnöten. Wir brauchen meistens ein neues Dokument. Das mache ich jetzt auch mal hier. Wenn ich ein neues Dokument öffne, passiert das als erstes. Ich kann hier Dokumentenvorgaben auswählen. Wie ihr das bei AutoCAD, verschiedenen anderen Programmen kennen, kann ich auch bei InDesign Vorgaben oder Vorlagen erstellen, wo ich dann hier einfach sagen kann, öffne mir meine Standardvorlage Plan A0, wo schon alles drin ist, was in meinem Plan A0 immer drin sein soll. Ich habe jetzt für diese Übung keine Vorlage erstellt, das werden wir im Laufe des Tutorials noch gemeinsam machen, sodass ich jetzt hier nichts auswählen kann und einfach Standard stehen lasse. Zielmedium, Druck, Web oder Mobil. Meistens wollen wir was ausdrucken, deswegen ist hier Druck erstmal die richtige Entscheidung. Web oder auch mobil, das hat was damit zu tun, wie Farben verwaltet werden, also RGB oder CMYK. Das ist für die, die es interessiert, die können das mal googeln und sich mal angucken, was das bedeutet. Das hat was mit dem Farbraum zu tun und das hat damit zu tun, wie Farben gespeichert werden. In der Regel müssen wir was drucken und da reicht es völlig aus zu wissen, ich wähle hier oben Druck aus und man muss nicht genau erkennen, man muss nicht genau wissen, was davon vonnöten ist. Seitenanzahl und Startseitennummer ist eigentlich klar. Wenn ich schon vorher weiß, dass ich ein Dokument mit genau 20 Seiten erstellen muss, kann ich hier 20 eintippen. Und wenn ich möchte, dass meine erste Seite die Seitennummer 3 hat, kann ich das auch eintragen. Dann habe ich jetzt weil ich vielleicht Seite 1 und 2 in einem anderen Dokument habe oder weil Seite 1 und 2 von einem Kommilitonen von mir gelayoutet werden. Zudem kann man dann hier die Doppelseite einstellen. Wenn ihr diesen Haken anlasst, bereitet InDesign euch das Layout so vor, dass ihr immer Vorder- und Rückseite eines Blattes bedruckt. Gerade wenn ihr ein A0, ein A1 oder ein A2-Plan druckt, ist diese Funktion sicherlich gänzlich ungeeignet, weil zumindest wir hier in der Uni können überhaupt nicht doppelseitig auf so großes Formate drucken. Außerdem macht es ja auf einer Stellwand auch wenig Sinn. Ich mache den Haken weg. Ich mache jetzt auch hier mal wieder 1 und 1 hin. Wohl, machen wir mal 1 und wir lassen mal 3. Als nächstes will er das Seitenformat. Wenn ihr da mal draufklickt, ich habe mir hier schon mal irgendwie ein A2-Format angelegt. Normalerweise gibt es diese Formate und diese paar hier oben. Das größte davon ist irgendwie ein A3, was für Architekten sicherlich nicht ausreicht. Ihr könnt über Benutzer definiert einen Namen angeben und beliebig viele weitere Formate eintragen. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch 500x500. Wenn das zum Beispiel ein Format ist, was ich gängig und häufig brauche, 500 mal 500 mm. Dann sage ich hinzufügen, dann habe ich das da, okay. Und dann kann ich das die nächsten Male immer hier oben wieder auswählen. Wenn ihr keine benutzerdefinierten Seitenformate anlegen wollt, könnt ihr auch Freestyle einfach hier unten etwas eintragen und die Länge verändern. Dann steht hier oben halt nicht mehr das, was ihr ausgewählt habt, sondern benutzerdefiniert. Ich nehme mal das A4-Format wieder. Hier seht ihr dann auch Länge und Breite.
Und hier könnt ihr Hochformat oder Querformat auswählen. Ich sage, ich möchte ein Hochformat. Wenn ihr vorher schon wisst, ich brauche ein Dokument mit 3 Spalten und einem Spaltenabstand von 5 mm, dann könnt ihr das hier schon anklicken und euch auswählen lassen und euch so vorbereiten lassen. Natürlich könnt ihr das später nochmal bearbeiten und ihr könnt auch später mehr oder weniger Spalten machen, aber für den Anfang ist es ja nicht schlecht, wenn man sagt, ich habe ein dreigeteiltes Layout und will, dass immer 10 mm zwischen den einzelnen Spalten sind. Kein Problem. Hier unten könnt ihr die Ränder einstellen. Bei Rändern ist es so, oder ich würde euch generell empfehlen, stellt bei nahezu allem einen Rand ein. Wenn ihr ein randloses Dokument erstellt, habt ihr meistens ein Problem, einen Drucker zu finden, der überhaupt randlos drucken kann. Also gerade Plotter haben eigentlich alle einen Druckrand. Wir im ZipBull müssen so ungefähr mit 5 mm rechnen. Deshalb würde ich euch empfehlen, stellt hier irgendwie eine Zahl ein. Ich nehme jetzt einfach mal 10 mm. Ihr seht, jetzt hat er die bei allen geändert. Wenn ich hier diese Klammer wegmache, dann kann ich auch zum Beispiel nur den linken Rand auf 15 ändern, weil ich da mehr Platz für die Bindung brauche. Anschnitt und Infobereiche, eine Information, die ich noch nie gebraucht habe bis jetzt. Derjenige von euch, der sie mal braucht, das wird ein echter Einzelfall sein, deswegen lasse ich das jetzt hier mal weg. Vielleicht einen Haken, den ich ganz am Anfang hätte zeigen können, zeige ich aber jetzt mal. Hier unten gibt es die Box Vorschau. Wenn ihr die anhakt, dann dauert das ein paar Sekunden und dann zeigt er euch als Vorschau an, wie euer Dokument aussieht. Hier seht ihr jetzt die 3 Spalten, die wir ausgewählt haben. Hier seht ihr den 15 mm Abstand, die 10 mm nach oben. Und hier seht ihr jetzt halt Hoch- oder Querformat. Ich mache mal doch ein Querformat, so finde ich es gut und drücke auf OK. Und jetzt haben wir das Dokument soweit eingerichtet und jetzt sind wir bei InDesign. Bei euch sieht InDesign so oder so ähnlich aus. Ich habe jetzt die Mac-Version. Bei Windows sieht es ganz ähnlich aus. Vielleicht sind bei euch diese seitlichen Werkzeugkästen, die ich hier habe, eingeklappt und ihr müsst hier so einzelne Knöpfe drücken, damit die ausklappen. Vom Prinzip her habt ihr aber die gleichen Werkzeugkästen. Von der Aufmachung her ist InDesign eigentlich genauso, wie wir es von Photoshop im letzten Semester kennen. Wir haben auf der linken Seite eine Werkzeugleiste, wo wir alle Werkzeuge, die wir für die Bearbeitung unseres Dokumentes benötigen, aufrufen können. Im oberen Bereich haben wir kontextabhängige Einstellungsmöglichkeiten. Dort können wir, je nachdem, was wir für ein Werkzeug aufrufen, ich habe jetzt mal das Textwerkzeug, dann kann ich was anderes aufrufen, als wenn ich das Linienwerkzeug aufrufe. Und auf der rechten Seite haben wir quasi Ebene, das, was wir bei Photoshop hatten mit den Ebenen, Farbfelder, so haben wir hier halt eine Kontrolle über die Seiten, auch hier über Ebenen, darauf werde ich im nächsten Video nochmal eingehen. Und über die Verknüpfung, das ist ganz wichtig, auch das wird im nächsten Video kommen. Für diejenigen von euch, die einfach tiefer einsteigen wollen in InDesign, in den neueren InDesign-Versionen gibt es verschiedene Arbeitsbereiche, die vordefiniert sind. Ich habe jetzt diesen Arbeitsbereich Grundlagen, der müsste auch bei euch aktiviert sein. Ihr könnt aber hier noch einige weitere Sachen auswählen, die ihr, wenn ihr möchtet, oder wenn ihr so weit seid, oder wenn ihr anfangt, eine interaktive PDF zu erstellen, oder wenn ihr sagt, ich möchte irgendwie ein Buch machen, oder ich bin jetzt ein totaler Profi und möchte einfach mehr Werkzeuge nutzen können, dann könnt ihr hier halt andere voreingestellte Benutzeroberflächen auswählen und diese verändern, und diese nutzen. Ihr könnt jede Benutzeroberfläche verändern. Ihr könnt euch über Fenster, so ziemlich jedes Fenster, was ihr haben wollt, einblenden. Ihr könnt aber auch diese Fenster nehmen und die einfach, wie ihr das schon von Photoshop oder auch von AutoCAD kennt, durch die Gegend ziehen und euch irgendwo Freestyle auf dem Bildschirm positionieren. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie groß ist euer Bildschirm und welche Werkzeuge verwendet ihr oft. Für mich hat sich irgendwie diese Einstellung als gut erwiesen, vor allem aber, weil ich glaube ich, mich irgendwann einfach daran gewöhnt habe, mit dieser Standardeinstellung zu arbeiten. So, das war's im ersten kleinen Video mit der Benutzeroberfläche und dem Anlegen von Dokumenten. Ich hoffe, wir konnten euch damit schon mal helfen und in den nächsten kleinen Videos werden wir uns bemühen, dass ihr einen Überblick bekommt darüber, wie ihr jetzt wirklich mit InDesign layoutet und wie InDesign an sich im ganz Groben funktioniert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.